Digga, das ist ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Du drückst das ein Ding. Oh, wie ist es? Alter, das ist so ein Prank, Joe. Ja, moin! Nein, ihr habt es falsch gemacht, ihr seid scheiße. Was für alles ist richtig? Was könnt ihr eigentlich? Hä, war das jetzt wirklich Fail oder ist es jetzt einfach hier nur... Kann nicht falsch sein. Muss richtig sein. Warte Hä, aber mal, das Klavier ist kaputt. warte, Doch, hier wir geht's hätten weiter, gehen hier weiter, geht's gehen weiter, hier weiter, geht's gehen weiter. weiter. Das war nur ein Entschuldigung, Prank. komm her. Ja, das war ich doch. Da war alles wichtig. Was geht ab, liebe Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute am Start der liebe Goldie, die gerade beide an mir vorbeigucken. Ich gucke extra ein bisschen nach unten, um von der Map noch nichts zu spoilern. Hello. Ja, und der liebe Dodo ist auch am Start. Nee. Genau, was nehmen wir heute auf? Wir spielen heute die Trommelwirbel Adventure Adventure Craft. Craft. Und zwar ein paar YouTuber haben sich letztes Jahr damit beschäftigt, eine Adventure Map zu bauen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon vor 1,5 Jahren oder 2, je nachdem. Ja, ich kenne tatsächlich nicht so viele. Ich müsste jetzt raten. Also Spark ist klar, hier EOS 100 und Choreograph ist auch klar. Aber bei Das den ist der noch. anderen... Die zwei hier kenne ich auch, die jetzt über mir sind. Die sind auch so mit Iosa oder Iosa, glaube ich, immer wieder unterwegs. Das Also ist schon geil. Sacred und Flocke. Und den noch. Blizzard. Den hier kenne ich auch, aber ich kann nicht den Namen gerade. Habe ich nicht parat. RGB? Nee, war das RGB? Das Nee, jetzt ist haben wir doch RGB. RGB. Ja. Das hier ist RGB. Debitor? Nee, das ist der vorletzte, oder? Ja, das ist Debitor. Und wer ist denn das hier? Es ist Blizzard. Okay, ja, da haben wir sie doch alle. Oder? Möglich. Ja, gut. Bevor wir jetzt hier weiter in Peinlichkeit verfallen, wir spielen heute Adventure Craft. Genau. Es gibt verschiedene Stages. Ich weiß nicht, sollen wir die alle zusammen machen oder macht ihr dann eine einzelne oder? Alles da zusammen machen, oder? Ja, schon, denke auch. Und wenn man es geschafft hat, okay, kurz zur Erklärung, wenn man es geschafft hat, kann man am Ende hier das Tor öffnen. Das Tor öffnet sich aber nur, wenn wir jede einzelne Stage gemacht haben. Jeder YouTuber hat eine Statue, die irgendwo auf seinem Ende einen Schlüssel beherbergt. Ich kann das mal kurz hier vorne irgendwo zeigen. Da war doch, glaube ich, irgendwo sogar schon, hier zum Beispiel. Das hier wäre ein Rätsel. Und wenn man das, genau, man kann ein Lösungsvideo angucken und alternativ bekommt man auch irgendwo, gibt es einen Notschlüssel, das heißt, wenn man mal eine Area nicht geschafft hat oder auch so generell nicht weiterkommt, hier, genau, dann kann man den Notschlüssel benutzen. Und dann kann man den da vorne in der Statue eingeben und hat dann trotzdem das Level quasi in Anführungsstrichen geschafft. Wo musst du rein? Digga! Fucking zurück, aber Danny. Ja, mit welcher Stage fangen wir an? Wir sind hier gerade am Spawn, beziehungsweise Portal und Standort. Das ist das Ding hier, genau. Die Flockesprüfung wäre das erste. Wollen wir das damit anfangen oder? Let's go. Ist ja dort, wo wir direkt waren. Ja, das ist da, wo du gerade schon den Key rausgenommen hast. Warte, was steht hier? Wenn du eine Prüfung mit Ich Erfolg. hab da nicht Ah, okay. rausgenommen. Ah, einfach nur suchen, Hier also beginnt. find the Die button Prüfung von sozusagen. Flocke. Suche nach dem Schlüssel. Also find the button bloß, dass man keinen Button sucht. Also, ich schau mal ganz kurz in den Brunnen. Ich habe was gefunden. Als Im wenn. Brunnen. Ja, hier im Brunnen geht's irgendwo lang. Ich schau mal kurz, ob hier was ist. Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier unten. Schick, aber gebaut. Haben ist Flocke 1 von 8 und Walter die Türenöffnerwarze. Ich glaube, das ist das schon. Hier ist ein schiefer Glowstone.
Hier ist ein Buch. Lieber Abenteurer, ich heiße. Au! Okay, wir heißen. Also. Wir heißen dich willkommen in dieser wunderbaren, gar nicht Zelda-inspirierten Prüfung. Zelda? Dich erwartet eine Menge Was, Looten und Bruder? Level. Ja, okay, eigentlich nur Looten. Leveln wirst du hier eher nicht, aber das brauchst du auch gar nicht, denn es ist wichtig, andere Sachen. Denn es sind andere Sachen wichtig. Zum Beispiel, ich habe den Faden verloren. Ach so, ja. Du wirst hier alle Augen und Ohren aufhalten müssen. Die meisten Menschen haben jeweils zwei, um alle Wichtige zu finden. Hä? Ja, okay. Ich bin ja schon still. Dieser Erfolg wünschen wir dir. Mach das Beste draus und hol dir den Schatz. Du schaffst das. Gezeichnet Flocke und Katze. Katze war das eine. Ja, moin. Items for Sacred. Ja. Lol. Kaputt. Lauf, Goldie, lauf! Ah, oh, er hat sich die Map eingeprägt. Digga, ihr seid so lost, ne? Super, du hast mich gefunden. Heart of Fire. Es muss doch hier irgendwas Also, geben. ja, was für Items haben wir jetzt alles? Also, ich hab Ich habe eine das. Netherwarze und einen Kopf 1 von 8 von Flock. Ich bin irgendwie Oh falsch. mein Grüße Gott. an. Aha! Leute, kommt mal runter! Ich wusste es, ich wusste es. Hoppala. Solo, komm mal in, ja. Ich Ja. habe Goldies Heart of Fire hier auf diesen schwarzen Wolle geworfen und auf einmal ist die Tür aufgegangen. Hier ist ein Smaragd Emerald. drin. Ja, ich Oben habe auch auch. einen Netherrack. Du, nimm du die Male raus, Ah, ich ne? habe nochmal einen weiteren geheimen Raum gefunden. Hier, ich hab noch einen. Und ein Da Buch. gehört doch schon mal Hey was. Abenteuer, sind dir eigentlich diese kleinen grünen glitzernden Teile aufgefallen, die hier überall zu finden sind? Ich bin immer noch der Meinung, dass das Diamanten sind, die der grüne Slime irgendwann mal gefressen und wieder ausgeschieden hat. Ah ja. Bevor du lasst, das ist ganz natürlich, okay? Was meinst du wohl, was da für ein Geräusch ist, wenn sie auf den Boden aufkommen? Dachtest, das sei ein Schleimgeräusch? Nein, nein, natürlich Gas entweichen, okay. Oder auch Furz nennt man dieses Phänomen. Ich will, dass das etwas ist, was Bark über Minecraft nicht wusste. Ja, ich habe auch noch ein Buch gefunden. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. PS, Vorsicht heiß. Ich gehe mal rüber, ich habe ein paar Feuertränke bekommen. Immer gleich, hier ist eine Kiste. Goldene Karotte und Smaragde. Wow, richtiger Prank. Ich hab den Kopf von Blizzor, 8 von 8. Na, schon müde, du kommst nun in einen schönen, idyllischen Bereich, in dem du dich etwas ausruhen kannst. Des Weiteren hier noch einmal der Hinweis, schau dich gut um, überall die Wände. Hä? Okay. Lehn dich nicht gegen diese Wand, das nicht, dass der Glühre nachgibt. Autsch. Hier hinten ist auch irgendwas, was du, denke ich mal, interagieren kannst. Hier ist eine andere Wandfarbe. Oder ist so gewollt? Das kann auch sein. Die Elisa, Der Buchstabe ist auch da. diese Prüfung hat Katze gebaut. Viel Spaß und verlauf dich nicht. Ach, Digga, er tut das mal nach hinten spulen. Lieber Abenteuer, sei vorsichtig auf deinen Weg. Es ist nicht mehr weit. Auf dich wartet die schwierigste aller Prüfungen und die nervigste. Meine Güte, war ich froh, dass ich ihn nur einmal machen musste für das Tutorial und das Katze mir den Weg vorher gezeigt hat. Ich wäre ja mega angenervt, wenn ich da jetzt ohne Hilfe durch müsste. Aber ich wäre auch stolz, wenn ich es ohne Nachzuschauen schaffen würde. Aha. Wie war das, einmal rechts außen rum gehen, ne? Hab keinen Plan. Dort.
Ja, du musst auch vorlesen, du bist der Ja, ich Einzige, oder? überlege gerade. Hier habe ich IOTA 100 versteckt, Blinkfurcht, dass ihr ihn gefunden habt und sorry durch meine Unfähigkeit und Katzes Zeitmangel auch aufgrund meiner Unfähigkeit. Ist leider kein Redstone verbaut in dieser Prüfung, nimm diese Entschuldigung bitte an, sonst kann ich in Zukunft nicht mehr schlafen, Janus. Fire Charge. Wir brauchen Fire Charge hier. Hier ist das, was ich vorgegeben habe. Oh. A6 und A8 haben alle Köpfe. Glückwunsch, Voraussetzung, du hast den Gegenstand, den du brauchst, um dich bei einem der 8 Gib Fire Torwächter Charge her. einzu. Gib mal Fire Charge. Digga, ich hab kein Fire Charge. Hä? Ich hab doch vorhin gesagt, den hab ich in Goldies Dings gedroppt. Um die Tür Also ist der jetzt weg aufzukriegen. oder was? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten liest es erst weiter, wenn du fertig bist. In dieser Und Prüfung musst du viele Sachen sammeln, die meistens davon waren absolut sinnlos und einfach nicht zu gebrauchen, aber sie waren da. uns Dies hier fehlen. ist der letzte K Kopf, der dir hoffentlich noch fehlt, der dies Debitor Mut in Meinung nach dem wohl besten Baustil im ganzen Projekt an den Tag gelegt hat. Mir fehlen noch Falls du zwei. seine Prüfung noch nicht gemacht hast, keine Zeit verloren. Digga. die ihr finden konntet. Köpfe der Erbauer 8, Emeralds alle, Rüstungsset des Robin Hood, ja, das Original 4 von 4, aufwendig Redstone-Technik 0, süße Hundis 0, Fussis zum Streicheln 0, Faschmissoße over 9000. An dieser Stelle möchte ich mich gern bei meinen Eltern bedanken, weil das hier ist ein Danksagung meiner Bachelorarbeit. Moment. Bachelorarbeit, Suche wow. läuft. Ach hier, jetzt mal Schluss mit lustig. Vielen Dank, die Erbauer dieser genialen Adventure Map. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich sie noch nicht selbst gespielt und habe so Angst, einfach komplett zu versagen. Digga, halt die Fresse. Okay. Es geht noch ewig so weiter. Uns fehlt ein Fire Charge. Ja, und 12 Emeralds. Ich habe nämlich nur 20. Ich habe 32. Ja, lol. Dann müssen wir den Fire Charge kurz cheaten, weil ich habe vorhin die Tür aufgemacht und hab's. Ja, was für Items haben wir? Was für Items haben wir? Eins noch. Netherrack, Und, Untergrund. Heiltränke, goldene Karotte und Smaragde. Eine Netherwarze, Redstone, Netherrack, Cornflower Ah, warte mal, hatte die und Netherwarze nicht irgendwie so einen bestimmten Namen? weiter die Tür öffnende Warze. Hätten wir vielleicht die Warze statt des Fire Oh. Charge rein? Ich habe nämlich der Heart of Fire da reingeworfen. Ja, das denke ich mir. Aber dann hätte es nicht angenommen werden müssen, dann hat die Technik versagt. Ja, dann ist es also. Es hat ja nicht Joe gebaut, es hat Dings gebaut. Naja, nee, gut. Also du hast es rausgenommen? Oder hast du es Ja. jetzt gecheatet oder was? Ich hab's jetzt raus. Ja. Von Joe das, oder? Das wäre Jokecrafts-Prüfung. Das wird viel mit Redstone zu tun haben. Das Safe ein Redstone-Rätsel. Und das ist wahrscheinlich kein einfaches. Ist eigentlich klar, dass es Gut, ein gehen wir Redstone rein. ist, oder? Nehmen wir einfach den Schlüssel, oder? Dodo, jetzt komm schon. Was denn? Weiß nicht, ob hier schon was ist, ob das überhaupt schon dazu zählt, weil da vorne ist ein Hühnchen. Kann ich hoch? Renn lieber nicht so weit vor, Dodo. Nicht, dass es hier noch irgendwo ein. Ups. Nicht, dass es hier irgendwo noch ein Dings gibt, einen versteckten Mechanismus oder so, dass hier irgendwas zugeht. Auch weil hier alles aus Gravel gebaut ist. Hier ist eine Tür. Meister des Labyrinths, wir müssen hier irgendwas suchen. Was haben die alle nur mit ihren Labyrinthen, Höre. Wir brauchen Content. ey? Warte, hier ist eine Tür. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich hab's gehört, irgendwas hat geblurbt. Hier ist noch eine Oh Tür. Gott! Lass mal alle Türen aufmachen, wenn wir welche finden. Stopp, stopp, stopp.
Hier ist vor unsere Wand zugegangen, Dodo. Leider falsch, Prüfung neu starten. Aber bei der gelben hier hinten hat's gut geklungen, wenn ich die angemacht habe. Jetzt hast du Bling gemacht. Naja, ich hab's jetzt neu gestartet. Warte, es hat Bling gemacht wieder gerade. Bei der hier macht's Bling, wenn du die aufmachst. Ja, dann lass sie mal offen. Also Gold als erstes. Nein. Nein, das ist falsch. Warte, hier hat sich was geöffnet, ich bin drinne. Sinfonietruhen, Türen. Hört ihr es? Um Gottes Willen, wir müssen die Türen in der richtigen Reihenfolge aufmachen, so wie das hier. Sollen wir mal spielen? Zu Gold? Dieses Pfeifen. Das ist das hier. Also Gold, Ding, Smaragd, Kürbis, dann wieder das Ding und dann wieder Gold. Das Ding ist nicht Gravel. Wie heißt das andere? Clay. Ton. Gold, Clay. Warte. Könnt ihr das einfach aufmachen der Reihenfolge nach? Leute? Also war Gold. Gold als erstes. Dann der Clay. Ja. Dann Smaragd. Ja. Dann Kürbis. Ja. Dann Clay. Und dann wieder Gold. Offen. Lol. Also wir haben es auf jeden Fall aufgemacht. Am besten jetzt keine Türen mehr öffnen. Aber wir haben trotzdem ein Problem, oder? Doch, hier. Achso, weil das die letzte Tür war, oder was? Weiß es nicht, bei der schaut doch mal, ne? Sind die anderen ja auch sein. Weil das schleudert einen hoch, da musst du an die Leiter. Nee, hinter jeder Tür ist eine neue Aufgabe. Echt? Nö. Ja, dann bleiben wir uns erstmal bei der hier, oder? Ja. Leute, jetzt triggert immer, sobald ihr durch diese Trap-Firehooks durchgeht. Wollt nochmal kurz schon. Komm da nicht hoch, wir müssen. Warum sind die anderen Türen plötzlich zu? Ich kapier's nicht. Oder wir vielleicht erstmal anderes Rätsel machen. Vielleicht ist das hier auch einfach der Endraum. Auch möglich. Lass einfach mal andere Tür vielleicht gehen. Ja, genau. Oh. Was war jetzt das? Drauf. Hab ich schon. Was passiert? Ach, das ist XP. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es folgt mir. Wo muss denn das hin? Hey, Goldie. Okay. Goldie, komm her. Sollte vielleicht eine. Ja, das machst du. Es wird doch von mir angezogen. Nee, jetzt ist es nicht sicher. Oh mein Gott. Ist Goldie stehen geblieben oder lag ich? Ja. Ah, da hinten läuft eine Zeit ab. Jetzt habe ich es kapiert. Erste Zeiger ist aus. Zweite Uhr ist aus. Dritte ist aus. Hier ist kein Druck. Wir müssen erstmal verstehen, wie das geht. Hälfte? Packst du nicht. Er macht doch selber! Das Level ist geil, okay? Das ist ein cooles Level-Design. Damit kann man echt geile Musik machen, so, ne? Nein. Was war das jetzt? Nein, Goldie! Den vorderen!
Goldie! Ja. Hast du geschafft? Oh mein Gott, Alter. Okay, wer liest? Dieser Raum. Ja, Digga, vielleicht mal langsam. Im Raum aus Diamanten, im Raum aus Das Gold. muss ein Text werden. Ich glaube, das muss ein Text werden, oder? In Im einem Raum. Ach so. Raum aus Diamanten steigt ein Stein Ein Stein. vor dem Diablock und beide Lampen gehen aus. Nee. Ein Block aus Stein. Oder? Ich hab's noch nicht kapiert. Ja, Goldie, du Dann muss musst ein Text immer ergeben. Seite Ich 2. verstehe ja schon. Im Raum aus Gold Aus Stein. geht. Gold? Nee, weil vielleicht ist es ja so, dass wir in jedem Raum immer bis zu einem bestimmten Abschnitt machen müssen. Dann geht es in einem anderen Raum weiter. Meinst du? Ist einfach mal in einem anderen Raum gucken, was es da gibt. Ja. Einfach solange wir jetzt noch Möglichkeiten haben, machen wir einfach solange. Ich öffne mir nur eine wahre Musik. Siehst du, hier müssen wir jetzt wieder was aus dem anderen Raum machen. Das heißt, Soll das hier wirklich einfach miteinander mal so lange, kombiniert bis wir sind? wirklich gar keine Möglichkeiten mehr haben, dann will ich es nachschauen. Komme ich hier weiter? Donkey Kart, weiche einen Minecart aus. Nein. Okay, das macht einer. Gönn dir. Heilige, Achtung. Ja, bin tot. Nee, warte, ich wurde doch getroffen, hä? Ja, die Tür ist wieder aufgegangen. Okay, warte. Ist das immer das gleiche? Ja. Gut, dann weiß ich, dass ich jetzt weiter rechts bleiben muss. Ach du Sch. Tschüss, wie willst du das schaffen, Alter? Also wir haben es geschafft. Es kommt der Sound, aber irgendwie Aufnahme war irgendwie ein bisschen kaputt. Also gehen wir mal ein bisschen weiter. Film starten. No. Leute, er hat sogar ein Kino gebaut. Hock dich hin, Goldie. Ah, siehst du, hier eine Lampe ging an, die rechte. Das ist jetzt das, was wir brauchen für den anderen Raum. Oh Habe ich nicht gesagt? mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Das ist dann im goldenen Raum. Beschreib es mir und ich gebe es an, okay? Ja. Also Raum aus. Gold. Ja. Feld. Ein Redstone. Nee. Feld. Ein Stein. Nein, da ist auch ein Redstone runtergefallen. Achso. Ja, da fällt ein Redstone. Ja. Wie geht's weiter? Hab's aufgekommen. Ja, ich hab's aufgemacht. Ich hab's mir Ja, gemerkt. sagst du den Satz noch kurz? Also, im Raum aus Gold, Feld, ein Redstone, links neben den Cobblestone-Block und die rechte Lampe geht an. Halte Ah, den es hat sich geändert. Es hat Steinknopf. sich geändert. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier steht ein Schild. Halte den Steinknopf auf der Steinwand für 10 Sekunden gedrückt und ein neuer Weg erscheint links. Hä? Hier jetzt hinten oder was? Ich denke schon. Mach mal. 10 Sekunden. 2, 3. Ein anderer Knopf, oder? Nee, das ist aufgegangen. Lol. Ja. 1 verlassen. 2 betreten. 3 verlassen. 4 betreten. 5 verlassen. 6 betreten. Das Ach, wir ist müssen jetzt die Kombination die Tierarten. die Reihenfolge, wie wir die Räume abzuarbeiten haben. Okay, wer sagt das? Eins Warte, ich verlassen. bleib hier. Boost, Ja. besser. Ja, Ja, weiter. danke. Weiter. Also, Boost verlassen. Ja. Dann betreten Eiche. Zu Birk. Birke. Ja.
Wirke betreten. Ja. Ja, nächste, wieder raus. Dann verlassen Schwarzeiche. Das ist Dodo. Verlasse Schwarzeiche. Betrete Oak. Oak ist was auf Deutsch? Normal. Eiche, glaube ich. Diese Standardholztür. Ja. Ja, bin drin. Dann verlassen Fichte. Also wieder raus, nee. Ja, weiter. Dann betreten Eiche, die ganz normale. Standardholztür, ja. Verlasse Fichte. Fuß. Schon wieder. Ja. Betrete Schwarzeiche. Da musst du im Raum warten. Bin drin. Oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Ja, und wir kommen jetzt aber nicht rein, ne? Mach doch Vielleicht nochmal einfach. durchgehen, vielleicht bringt das was. Also, Emerald. Gold. Gold. Warte, ich muss kurz weitergehen. Oh, warum war die jetzt offen? Ist aufgegangen. Emerald, Gold, weiter oder noch nicht? Weißt du was? Ich mache einfach gar nichts mehr. Können wir mit dem zu spielen, Toto? Ich schwöre, der öffnet einfach die ganze Zeit irgendwelche Türen. Ja, jetzt offen, jetzt offen. Ihr könnt kommen. Bist du? Ja, ist ein nicer Sound. Achso, da. Ja, wird. Lol. Ach, wir müssen den Film nochmal schauen. Mal zu schauen. Dann offenbart sich so viel Neues. Digga, es ist so ein insaner Schmarrn. Ja, die Tür ist offen. Okay. Das nächste ist falsch, Lüge. Hier geht es sehr wohl weiter. Also müssen wir wieder zurückgehen, glaube ich. Gemeinschaft oder was? Oder? Du weißt es nicht. Junge Joe, was hast du hier gebaut, Alter? Warte mal. Tatsache, es geht wirklich weiter. Ha, lol. Naja, okay, dann halt doch. Wieder Minecraft-Rätsel. Fackel Ja, an, das habe Tür ich gesehen. offen. Es kommt gefühlt mach die jetzt Gondel jetzt zu. dauerhaft. Danke, Ja, Tod. mach den Gondel zu. Mann! Das ist der hier. Jetzt, lol. Sag ich doch. Wunderbar. Hä? Bin ich nicht ein Profi? Ah, Okay, nee. das war jetzt zu weird. Wir reden einfach Genau nicht so habe drüber, wir ich haben mir auch es genau vorgestellt. richtig gemacht. Digga. Mein goodness, Alter. Also, du hast es fast geschafft, es folgt noch eine Prüfung, du solltest wissen, dass sich dieses komplette Labyrinth vollständig resetten lässt. Wenn du diese letzte Prüfung nicht schaffst, musst du nochmal von ganz von vorne beginnen. Entscheide mich das Ganze von vorne nochmal. Du musst eine Frage beantworten, du hast drei Möglichkeiten zur Auswahl, triffst du eine falsche Wahl. Du, warum gehst du da rein? Du musst diese Labyrinth erneut absolvieren. Aber keine Nein. Sorge, die Frage ist nicht so schwer, wenn du beim Durchspielen meiner Map gut aufgepasst hast. Digga, als ob wir das Nur auf einer nochmal anderen spielen. Sprache. Nein, nur auf einer anderen Sprache. Was? Kyrillisch oder sowas. Junge, jetzt sind die alle hier drin. Digga, das ist ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Du drückst das ein Ding. Aber wie ist das Falsche? Hä? Drückst es ein Ding? Was? Du drückst es was? Digga, ich Warte, schwöre, warte, dass wenn warte, das bevor falsch du ist. irgendwas drückst. Ist ja egal, wir sind ja da, du kannst drücken. Nein, das ist alles richtig. Echt jetzt? Ja. Geh zurück. Lol. Alter, das ist so ein Prank-Show. Ja, moin!
Nein, ihr habt es falsch gemacht, ihr seid scheiße. Was für alles ist richtig? Was könnt ihr eigentlich? Hä, war das jetzt wirklich Fail oder ist es jetzt einfach hier nur? Kann nicht falsch sein. Muss richtig sein. Warte Hä, aber mal, das Labyrinth ist kaputt. Doch, Leute, hier nee, geht's nee, weiter, geht hier weiter, geht's geht weiter, hier weiter, geht's geht weiter. weiter. Das war nur ein Entschuldigung, Prank. komm her. Ja, das war ich doch. Da war alles wichtig. Herzlichen Glückwunsch, du hast nun das Labyrinth des Labyrinths, ne, den Schatz des Labyrinths, Hä? bla Einfach bla. weitergehen. Nicht lesen. Digga, ciao, Einfach Alter. weitergehen. Ist so unlucky. Ich öffne mich nur. Ach so, das. Okay. Da war jetzt das Ding drin, oder? Junge, das Ding sah so klein aus. Ich dachte, das wird jetzt schnell gehen. Junge, Joes Rätsel, Fast Alter. Gigabyte. Die Map, oder was? Die Map Ja. ist fast Gigabyte groß. Ja, liebe Richtig. Leute, an der Stelle beende ich dann einfach mal Part 1 für die heutige Folge. Reicht's, denke ich. Über eine Stunde haben wir jetzt für die ersten zwei Teile gebraucht. Wenn ihr Der noch Enderman hat mehr. da hinten gerieft. Was? Der Enderman hat gerieft, Junge. Ja. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button ins All. Teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten. Wenn ihr die Map spielen wollt, gebt einfach mal oben bei Google, bei YouTube ein Dings Adventure Craft, dann könnt ihr auch die Map zocken. Wir spielen im nächsten Teil Verdient auf die jeden Map. Fall weiter und ja, möchtet ihr noch irgendwas sagen? Verdient die Map. Ich fühle mich auf jeden Fall verarscht von Joe. So viel steht fest. Das war so. Alter. Puh. Wer kommt auf sowas, ne? Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.